Warum eben Network Marketing? Ich bin sicher, dass nicht meine Aufgabe ist, jemand über die Vorteile des Network Marketings zu überzeugen oder jemand zu überreden. Ich erzähle bloß die Werte, die ich darin gefunden habe. Ich heiße Zoltán Bojtos, ich beschäftige mich seit 2011 mit Multilevel Marketing und ich konnte die Diamantenkarrierestufe erreichen. Ob das viel oder wenig ist, ist eine Beurteilungsfrage. Viele haben viel mehr erreicht und noch mehr sind, die das nie im Leben erreichen werden. So oder so, mein Passiveinkommen würde alle gerne in die eigene Tasche stecken. Nun, damit wollte ich nur beweisen, dass ich mich damit auskenne, worüber ich rede. Ich bin ein Analytiker-Typ, ich beobachte die Leute und die Prozesse im Leben und ich ziehe meine Schlussfolgerungen. Eine meiner Schlussfolgerungen war kurz danach, wann ich aus diesem Wrack ausgestiegen bin. Das war die Folge des geplatzten linken Vorderreifens. Ich war danach im Krankenhaus in Güstrow. Dann kam die Rehabilitation. Mein Arbeitgeber hat mich natürlich gekündigt und mit einem anderen Fahrer ersetzt. Nicht nur aus diesem Fall bin ich drauf gekommen, dass wir Angestellten nur ersetzbare Werkzeuge sind. Solltest du so meinen, dass dein Arbeitsplatz sicher ist, dass dein Fachwissen und Fleiß immer gefragt wird, du irrst dich. Nun, aus dieser Erkennung kommt die Schlussfolgerung, dass wir am besten unser Schicksal in die eigene Hände nehmen sollen. Es lohnt sich, unabhängig werden. Jedenfalls, ich erwarte nichts von oben. Ich warte nicht darauf, dass vielleicht die Politiker meine Probleme für mich lösen werden. Ich glaube daran, wenn man etwas erledigt haben will, muss er selbst erledigen. Und hier kommt ins Bilde das Multilevel Marketing als Lösung. Aber warum eben Network Marketing? Es gibt doch so viele seriöse Berufe auf der Welt. Zumindest einen, wenn nicht mehreren, hast du auch erlernt, womit du dein Geld verdienst. Ja, es ist richtig, du hast auch andere Möglichkeiten. Du kannst dich auch selbstständig machen oder geschäftig tun, hier und da etwas ergattern. Mit Affiliate Marketing oder mit YouTube-Videos oder mit sonst irgendetwas Geld verdienen. Wenn du dazu fähig bist, tu das. Wie gesagt, ich will dich nicht überreden. Lerne mal die Vorteile, die wahren Werte des Multilevel Marketings kennen und treffe deine Entscheidung erst danach. Der markanteste Vorzug des MLMs ist, dass man es ganz billig anfangen kann. Du bekommst ein marktfähiges Produkt, meistens mit Spitzenqualität. Die Herstellung, die Qualitätskontrolle, die Logistik, die ganzen Dienstleistungen sind nicht deine Aufgabe. Du brauchst dich nicht darum kümmern. Du kannst jetzt sagen, beim Dropshipping ist das gleich. Okay, beim Dropshipping kann man nur über ein Dutzend Produkt reden. Da kann man nie ein richtiges Marktvorteil erreichen. Und Dropshipping ist kein Multilevel-Vermarktung. Provision bekommst du dort nur nach einer Ebene. Ich gebe aber zu, MLM hat auch Nachteile. Jede Münze hat zwei Seiten. Ein Nachteil ist, dass beim MLM du hast keinen Einfluss auf die Qualität, auf die Verpackung und auf den Preis des Produktes. Das hält die Mutterfirma in der Hand. Du kannst keine Aktion oder Upsell machen, neue Produkte kannst du nicht einführen. Wenn du alles kontrolliert hast und gut überlegt hast, zu welcher Firma dich angeschlossen hast, ist das kein Problem. Aber ich habe schon mal über MLM-Produkte gehört, die immer teurer geworden sind, aber dessen Qualität immer schlechter wurde. Einige Firmen ändern ihr Marketingplan. Das heißt im Allgemeinen, dass deine Arbeit plötzlich weniger Wert hat. Wenn das vorkommt, bist du im Stich. Aber dafür alle Network-Marketing-Firmen schlecht beurteilen, ist Blödsinn. Die Grundkonzeption des Multilevel-Marketings ist, dass ich als Verbraucher mit einem Produkt zufrieden bin und das erzähle ich anderen. Punkt. Das ist schon das Geschäftsmodell, dass ich aus den Einkäufen der Neukunden, die ich gebracht habe, Provision bekomme. Wenn Sie einkaufen. Wenn nicht, dann habe ich meine guten Erfahrungen umsonst erzählt. Aber dieses Risiko gehört zu diesem Geschäft. Ein Automechaniker zum Beispiel hat dreckige Arbeitsklamotten.
Dieser Beruf hat dieses Risiko. Multilevel Marketing ist mehr als Direktvermarktung, weil da bekomme ich nicht nur nach meiner Kundenprovision, sondern auch nach den Kunden, die durch meine Kunden Kunden geworden sind. Darum heißt das Multilevel Marketing. Das ist der Grund, warum man im MLM so reich werden kann. Ein ganz normaler Mensch, ohne besondere Fähigkeiten. Und meiner Meinung nach, jeder wünscht sich ein freies, unabhängiges Leben. Aber Network Marketing ist viel mehr als nur Geld verdienen. Natürlich, man fängt dafür an, aber darin steckt noch viel mehr. Ich sage immer, dieses Beruf hat ein eingebautes Navi. Du brauchst nur dein Ziel eintippen, dann führt es dich hin. Wenn du dich daran hältst, was dein Navi sagt. Wenn du bei der Kreuzung falsch abbiegst, dann fährst du in die falsche Richtung. Bei der nächsten Kreuzung kannst du natürlich korrigieren, aber du verlierst schon Zeit. Zum Beispiel nach deinem Anschluss schreibst du dein Facebook-Timeline voll über die super Möglichkeit, die du gerade gefunden hast. Ohne Erfolg. Niemand will mitmachen. Das ist ein Zeichen, dass dein Weg zum Ziel nicht richtig ist. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder ignorierst du dieses Zeichen und gehst in die falsche Richtung weiter, oder schaust du ein wenig um, wie machen die anderen, die es erfolgreicher machen. Da hast du die Chance zu korrigieren. Glaub mir, hinter den meisten Fiasko steckt das dahinter. Man achtet nicht auf das Navi. Sie machen eine Weile falsch, dann geben sie auf. Seit 2011 habe ich so viel gelernt. Webseiten zu gestalten, Werbetexte zu schreiben, Neuromarketing, Newsletter zu schreiben. Ich habe gewöhnt, wie man vor der Kamera spricht, wie man die Neugierde wecken kann und noch vieles mehr. Network Marketing ist eine Änderung des Lifestyles in die positive Richtung. Wenn du darauf achtest, was dein Navigationsgerät empfiehlt. Ich hatte mal eine junge Dame, die mein Vertriebspartner geworden ist. Sie war zu schüchtern im Leben allgemein. Unser Beruf hätte ihr Selbstvertrauen geben können, die sie dringend gebraucht hat. Das ist ein ganz anderes Leben, wenn man selbstsicher ist, oder? Ich habe sie ständig ermutigt. Sie hat schon Erfolge erreicht. Aber dann hat sie plötzlich aufgegeben. Schade. Sie hat nicht stark genug gewollt. Aber ich hatte mal auch Partner, die ihre Abscheu gegen die Kamera besiegt hat und super Videos dreht. Ich habe schon mal Reden von der Bühne gehört, dass keine Augen trocken bleiben ließ, von alltäglichen Helden wie du oder ich. Solche Leute können im Multilevel-Marketing riesengroße Erfolge erreichen, die das selbst nicht geglaubt haben. Das ist am schönsten, wenn man mit viel Lernen und mit viel Geduld aus sich selbst und aus seinem Partner die Beste herausholen kann. Deine Denkweise wird sich ändern. Du konzentrierst nicht auf die Probleme, sondern auf die Lösungen. Dieses Beruf macht dich für einen besseren Mensch, vorausgesetzt, dass du auf die Anweisungen deines Navigationsgerätes achtest. Wenn nicht, dann ändert sich auch nichts. Ich würde Multilevel Marketing auch machen, wenn ich dafür keinen Cent bekommen würde. Anderen bezahlen einen Life Coach für diese Vorteile. Ich arbeite mit Leuten zusammen, die eine positive Attitüde haben, die etwas erreichen wollen, die nicht nur einfach das Leben überleben möchten, wenn möglich bequem überleben. Wie ist deine Arbeitskollektive? Laute nette Menschen, die dir immer behilflich sind und die deine Erfolge anerkennen? Nicht, oder? Im Multilevel Marketing arbeiten solche Leute zusammen. Ich habe noch etwas beobachtet. Ich kenne viele, die keine richtigen Ziele im Leben haben. Sie sind wie Robinson, sie warten auf Freitag. Den Wert eines Menschen beurteilen sie nach den Gegenständen, die er hat, und auch sie selbst solche Gegenstände sammeln. Besonders in meiner Altersgruppe, Mitte 50, gibt es viele, die keinen Ziel haben. Die Kinder sind schon erwachsen, sie leben ihr eigenes Leben.
Das Ehepaar hat kaum etwas gemeinsam, was Spaß macht. Sie leben zusammen, einsam. Und alle warten auf die Rente, wann man endlich nicht mehr arbeiten gehen muss. Tatsächlich ist aber in Pension noch schlimmer. Man fängt an zu runtergehen, weil man keinen Grund mehr sieht, weiterzuleben. Multilevel-Marketing gibt uns Ziele. Ziele mit Großbuchstaben. Du hast eine Gruppe, denen du wichtig bist, die dich braucht. Gib dir erledigende Aufgaben. Du darfst nicht aufgeben. MLM gibt dir das, was die Japaner Ikigai nennen. Guck mal das Bild. Unsere alltäglichen Tätigkeiten können wir in 4 Kategorien einteilen. Etwas, was wir gut machen, was wir gern machen, wofür wir bezahlt sind und womit wir anderen nützen. Und diese Kategorien haben gemeinsame Segmente. Was wir gut und gerne machen, ist unser Hobby. Wofür wir bezahlt sind und was wir gut machen können, ist unser Beruf und so weiter. Und das Segment in der Mitte, was in jedem Segment unterfällt, ist Ikigai. Und MLM könnte so ein Ikigai im Leben sein. Vorausgesetzt, wenn man es ehrlich macht bei einer anständigen Firma. Wissenschaftlich ist bewiesen, dass die Tätigkeiten, die für uns als Ikigai fungieren, verlängern unser Leben. Multilevel-Marketing ist also eine Art Unternehmung, die man mit kleiner Investition anfangen kann, gibt uns Lebensziele, stellt unsere Denkweise positiv ein, bietet uns ein sehr gutes Gesellschaft und genügend Anerkennung. Danke, dass du mich zugehört hast. Jetzt werde ich dich zuhören. Stell deine Fragen, ich werde sie beantworten.